Stärken sind Schnelligkeit und offensiv 1 gegen 1 und auch aus der Ferne Torschuss. Der komplette Stürmer muss gut Bälle festmachen können, abschlussstark sein, auch im Kopfballspiel gut sein und ja, einfach eiskalt vom Tor sein. Damals bei St. Pauli, in der U16 war das gegen HSV. Da haben wir 3-0 gewonnen, habe ich 2 Tore gemacht. Und da haben auch Auswahltrainer und so alle zugeguckt und dann bin ich wegen diesem Spiel direkt in die Auswahl gekommen. Ach, der ist ein ganz witziger Typ eigentlich. Nicht so der mega verbissene Sportler oder Fußballer, sondern eher einer, der total chillig daherkommt. Er singt gerne, weiß ich nicht, ob er das verraten hat, aber so manche Gelegenheiten gibt es, wo er dann laut und kräftig singt, auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Er ist schon ein lustiger Kerl. Er bringt alles mit, er hat einen Torriecher, er hat einen guten Schuss und ich bin mir sicher, wenn er einen Lauf hat, glaube ich, wird er das auch in der Liga zeigen. Dass ich bei den Herren mittrainieren soll, das war dann irgendwie eigentlich nur so, da ab und zu mal mittrainieren, aber noch in der 19 spielen und dann habe ich da eine Woche mittrainiert, war noch ein Freundschaftsspiel mitgemacht und ja, habe ich anscheinend dem Trainer gut gefallen. Familie ist immer an erster Stelle. Mein Vater war immer mit dabei, als ich noch ganz klein war, hat mich damals auch bei St. Pauli angemeldet. Ich habe dritte, zweite Liga, wäre vielleicht noch drin. Ja, ein Traum, also als Kindheitstraum hatte man natürlich immer irgendwie bei den großen Vereinen zu spielen, aber